So, mach weiter mit einer Hauptmission, so wie es aussieht. Hoffentlich mache ich doch etwas Besseres. Hey Markus, probier mal Roxanne auf Tangwar. Das ist Elbisch. Hey, Sitara. Bring das mal auf den Schirm, Josh. Ist von Miranda. Ihr werdet verfolgt, ein Freund von mir schickt euch das unter großem Risiko. Passt auf euch auf, ihr seid im Visier. Visier? Was? Da sind wir. Fuck, genau jetzt. Seht euch das an. Jemand beobachtet uns direkt von draußen. Hey! Verdammte Scheiße. Okay, dann machen wir den Scheiß auf Blatt! Hey, ganz cool, Mann. Schleicht euch raus. Ich gehe vorne raus und sehe nach, ob ich eine Spur finde. Ja. Yeah. Das ist ja ganz eine grosse Hilfe. Da hat es aber noch irgendwo einen Upgrade-Punkt. Ja? Und der entsteht da innen. Wo ist der Punkt? Wo ist der Hacking-Punkt? Ah, da unten. Vielleicht kann ich den mit dem Copter holen. Natürlich auf der anderen Seite vom Ding da. Scheiße. Komm ich nicht durch. Ah, schau jetzt doch. Gracias. Da unten ist auch noch einer. Da sie holen wir die danach. Da ist dein Van. Ja, das sind sie. Hol dir, was du kannst. Scheiße, und jetzt? Hier gibt es nichts zu sehen. Da ist ein Eindringling. Ich mach dich ver- Scheiße, glaube ich. Oh, fuck. Wir hatten tonnenweise Zeug über uns. Noch mehr Fotos und wie es aussieht, eine Karte von Joshs Laufwegen und anderes. Was zum Teufel? Der hat schon Verstärkung gesagt. Ich hab ihn erwischt! Komm da noch! Oh shit, oh shit! Was? Das FBI! Du hast das FBI gehackt! Hör zu, ich bin in ihrem Funkkanal! Jemand will auf unsere Datenquelle zugreifen. Oh, oh, oh. Sofort alle Agents hierher! Verdächtigen einkreisen! Lasse Granate! Na, weg, weg, weg. Nein, das Fahrzeug ist zerstört worden. Ah, bin ich ganz draus gekommen, was ich soll machen, wie oft in diesem Spiel. Das ist irgendein Rücksetzungs... Countdown ist auf das Mal losgegangen.
Hey! Da darf ich jetzt dafür nicht hacken, weil. Scheiße! Das ist dein Van. Ja, das sind sie. Hol dir, was du kannst! Gut. Ausschwärmen. Schaut überall nach! Es dauert, dass du angepisster sind wir. Oh Mann! Wer sind diese Leute? Die haben tonnenweise Zeug über uns. Noch mehr Fotos und wie es aussieht, eine Karte von Joshs Laufweg. Und anderes. Was zum Teufel? Oh nein, das ist gar kein Gegner. Oh shit, oh shit! Was? Das FBI! Du hast das FBI gehackt! Hör zu, ich bin in ihrem Funkkanal! Auf unsere Datenquelle zugreifen. Sofort alle Agents hier Verdächtigen einkreisen. Bin in Deckung. Ja, die kommen voll brav. Ich bin Bundesagent. Scheiße. Die Waffe nieder! Jetzt hat mir da zu viel von denen. Nein, jetzt komme ich wieder nicht dran her. Der widerstandsfähige Hurenholz-Ding da. Eieiei, nochmal. Ich muss da von hinten dran her, da ist eine Leiter, da sehen sie mich nicht. Es führt dich da so also scheiße von vorne dran her, wo du nicht keine Chance hast. Ja, nein, die Ladezeit. Oh, das Spiel wird immer beschissener. Jetzt muss ich ja von vorne dran her, aber das Mal machen wir das anders. So. Wir gehen hier durch. Jetzt muss ich natürlich dort her. Ist ja klar gewesen. Ich mache mir hier die Leiter rauf. Ich frage mich, ob ich das kann überspringen. Da ist dein Van. Ja, das sind sie. Hol dir, was du kannst. Oh Mann! Ich sehe sie mir nicht. Die haben tonnenweise Zeug über uns. Noch mehr Fotos und wie es aussieht, eine Karte von Joshs Laufwegen. Und anderes. Was zum Teufel? Oh shit, oh shit! Was? Das FBI! Du hast das FBI gehackt! Hör zu, ich bin in ihrem Funkkanal! Jemand will auf unsere Datenquelle zugreifen. Ja, komm mal, ein Gangster auf dich. Du Gangster macht nicht. Beschäftige dich mit den Gangster. Was ist denn los? So ein scheiß Anti-Hacker-Demon hat mitgekriegt, was wir machen. Warte mal kurz. Oh Mann. Oder auch Zeit. Ich blockiere dich. Oi, da. Jetzt sitzt er gerade in die Luft davon. Wir kriegen hier unglaubliche Mengen an Zeug, Mann. Davon
davon müssen wir was ausstrahlen. Ich bin gerade ziemlich beschäftigt, Wrench. Ha, absolut. Scheiße. Beschäftigt da. Okay, point. Marcus, wir sind durch. Hau schleunig da ab. Und jetzt? Wrench, was macht... Wir legen uns mit dem FBI an, Mann! Wir müssen unsere Kommunikation einschränken. Okay, aber... Minimale Kommunikation, M. Nur persönlich reden. Triff mich an dem Ort. Du weißt wo. Wrench? Wrench? Verdammt. Dann mal auf ins Café. Marcus, wir versuchen Horatio zu erreichen. Er antwortet nicht. Schnell raus. Boah. Ich bin total los bei dieser Geschichte, ehrlich gesagt. Ich bin noch gar nicht richtig, so richtig ganz reich. Kann ich noch ein bisschen Munition nachkaufen? Wie kann ich helfen? Warum ist die immer voll? Hä? Kommen Sie wieder, wenn Sie Geld haben. Wie ist das möglich? Sie voll im Muni haben? Wieder versteckte Ladezeit. Dir gefällt's hier, hä? Das Essen ist durchschnittlich. Konntest du schon landen? Ich weiß nicht. Findet sie meine Maske jetzt heiß oder gruselig? Das FBI-Hauptbüro ist im Dellums Building. Wir brauchen die restlichen Daten. Weil... Na, weil... Hier läuft irgendeine linke Tour ab, Mann. Was Großes. Mehrere Hacker, die ich kenne, haben gemerkt, dass ihnen Vans folgen und so ein Scheiß. Tja, wäre nicht das erste Mal, dass das FBI Hacker rekrutieren will nach dem Motto, mach mit oder stirb. Warum jetzt? Das Timing ist verdächtig, wo wir so beliebt sind. Wie sehr vertraust du Ray? Vielleicht hat er dir. Nein, Mann, niemals. Da kannst du dich drauf verlassen.
Okay. Vielleicht hilft uns Miranda? Ja, vielleicht. Sie nutzt immer so eine Autoservice-Geschichte. Ich hacke den Feed und spiele für sie den Fahrer. Kann ich euch was bringen? Ich gehe gerade, aber kann ich dich was fragen? Mhm. Findest du seine Maske ist heiß oder gruselig? Beides. Bleibst du noch auf eine Tasse Kaffee? Schönen Tag noch. Oh, mein Junge. Sound abstellen. So. Mit Chauffeur in der Driver SF App. Für eine App, der meint. Notruf. Was ist der Grund Ihres Anrufs? Das ist Samuel nicht. Wir haben Sie per CTOS lokalisiert. Die Polizei ist auf dem Weg. Die App finde ich aber nicht. Jetzt mir die App anzeigen. Die App zeigt es mir nicht an. Ah. Oh. Fahrzeug muss ich haben. Das ist doch voll der falsche Karre, oder? Noch einer. Ich muss zuerst das Fahrzeug besorgen. So geht das. Jetzt wieder quer durch die Stadt. Es ist schwierig, da saubere Kurven zu fahren mit diesen Fahrzeugen. Wahrscheinlich haben wir innerhalb von unserer Gruppierung Mover. Hey Miranda, ich verdiene mir nur was dazu als Fahrdienst. Ja klar. Wo willst du hin? Meine Mutter besuchen. Das Gesicht, das er macht. Bist du meiner Spur gefolgt? Yep, FBI. Dazu darf ich nichts sagen. Wir wollen zurückschlagen, aber uns fehlen noch Daten. Ich muss in ihr Büro in Oakland reinkommen. Du übertreibst es ganz gewaltig, Marcus. Ja, und? Bist du deshalb als mein Fahrer aufgetaucht? Glaubst du, das FBI überwacht mich auch?
Hast du uns nicht deshalb verschwiegen, woher die Fotos stammen? Ich war lediglich vorsichtig. Und ich bin vorsichtig, indem wir persönlich reden. Okay, Marcus. Ich wäre nachlässig, wenn ich nicht betonen würde, dass ein junger Mann, der entdeckt, dass ihn das FBI verfolgt, dringend ein paar Dinge in seinem Leben überdenken sollte. Ein guter Rat? Vor allem ein junger Schwarzer. Schuldig. Gut, dann hätten wir das hinter uns. Also woher hattest du die Fotos von uns in der Bar? Sagen wir mal, ich habe eine Quelle. Hat deine Quelle noch mehr, das ich wissen sollte? Es heißt, das FBI ist verstärkt hinter Hackern her. Sie wollen möglichst viele Gruppen abwerben oder erpressen. Weshalb? Sie wollen alle Zero Days kontrollieren. Und sie wollen keine Konkurrenz. Verdammt, wenn das FBI mitmischt, ist Hacking doch gar nicht mehr cool. Das ist kein Witz, Marcus. Die haben DedSec im Visier und die meinen es ernst. Wow. Was geht denn hier? Shit, weg da! Ja, und das Gespräch hat es jetzt gebracht. Nein, echt, hat uns im Visier. Was das FBI-Büro angeht, ich habe einen Freund, der uns hilft. Aber das läuft nach der Moskauer Methode. Was heißt das? Das heißt, es gibt ein altes Mönchstelefon im Außenbereich von Dunham's. Heb ab, identifizier dich als Fred und nimm das Signal auf, das da kommt. Ach, das ist voll dämlich. Ich gebe dir eine beschissene Bewertung in der Driver-App. Okay. So, das Münztelefon ist. Und da machen wir wieder eine schnelle Reise. Etwas von Taxi Driver, das Spiel. Kreuz und quer durch die Stadt. Punkt abfahren. Oh, ist schon der Arm vorbei. Ich bin Fred. Hier ist Fred. Oh Gott. So dämlich, das Spiel. Hack the planet. Total quadratisch. Das ist eben die Moskauer Art. Ja. Das ist so, ja. Die läuft so lustig da. Scheiße. Scheiße.
Sesam, öffne dich. Gute Idee. Vertrittst du mich bei dem Richards-Meeting? Gehst du ins Management? Wir? Ich muss aus diesem Rattenloch raus. Bitte Kohle machen? Ehrlich gesagt? Ich bin ja genau richtig angelegt für die Zerstörung. Wurde nicht auffällig. Die müssen irgendwelche Daten haben, die uns zu ihrem Spion führen. Sag mir einfach, wo ich sie finde. Das ist es ja, Em. Die Typen sind nicht bescheuert. Sieht aus, als hätten sie alle Daten aufgeteilt. Ich weiß nicht, welcher Server es ist. Oh, super. Schön, dass du gewartet hast, bis ich drin bin, bevor du mir das sagst. Geh rauf aufs Dach zur Antenne und schließ einen Senderempfänger an. Mit den eingehenden Daten krieg ich raus, welcher Server es ist. Klar, kein Problem. Geh rauf aufs Dach, platziere einen Sendeempfänger. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Und Sperrgebiet. Hallo? Hui. Uiuiuiui. Überall sieht man mich da. Ich muss der zur Tür rein. Ich mache aber so, dass man mich nicht sieht. Hui. Alles abchecken. Ah, hier ist niemand. Das hat ja mal tadellos geklappt. Doch, da oben ist ein. Nein, das ist der Sender. Doch, doch. Da muss irgendwo einer sein. Aber wo ist der Typ? Mann, oh, das wird ein Weilchen dauern. Bewundere aber nicht erst die Aussicht, Alter. Okay. Schauen wir mal an, irgendwo muss blau sein. Wo ist blau? Gar niemand. Dann machen wir auch gleich auf die. Die gehen ja. Die ist blau. Hup, schwupp. Ah. Ich habe alle blau, aber außer der da. Verdammt! Die haben ja gemacht. Ich so. So ist gut, oder? Nicht. Doch, doch. Hallo, sind alle blau? Was ist das Problem? Ah. Jetzt ist gut. Bereit. Den Datenfluss. Ich hab Zeit. Ich sitze ja nur auf dem Dach des FBI. Geschafft. Okay, ich habe ihn auf deiner Karte markiert.
Spionagedaten auf dem 61 Meter rüber, das könnte ja lustig werden. Bekomme ich da genauere Ansicht? Da hätte ich einfach hier nochmal raus müssen mit dem Fliegercopter da. Mal probieren. Ohne Kameras kann es so gehen. Mal schauen, ob das geht. Wahrscheinlich mal da gar nicht so weit. Vergiss es. Ich muss da wieder raus. Was ist denn da? Nichts versteckt. Ich kann einfach so raus, wie ich reinbekomme. Doch nicht, hm? Das ist eigentlich jetzt dumm, weil der wird garantiert jetzt entdeckt von einer anderen Wache. Ui. Bump. Was soll denn das? Wo kommst du echt daher? Shit. Mein Junge steht genau in meine Richtung. So kann er nicht Alarm schlagen, wenn ich zuerst so anfunke. Hey! Warum gibt es jetzt Alarm? Was ist los? Warum hat es so Alarm gegeben? Nicht zu lang. Spürt ihn auf. Aha. Oh, die greifen alle, ja. Ui. Ja, da kannst du sicher sein. Da. Jetzt kommen sie alle. Das ganze Büro. Nein, nicht du. Nicht zu tun.
noch mehr über uns. Unglaublich, Mann. Profile, Fingerabdrücke. Sitara hat einen Schulverweis, weil sie dem T-Rex was in den Kaffee getan hat. Bevor sich Netzwerk angeschlossen hat, fiel Ranch vor allem mit Cyberangriffen mit zweifelhaft humoristischem Inhalt auf. So wurde Website-Text in derbe Sprüche auf Bahnhofsklo-Niveau umgewandelt. Diese vorpubertären Anwandlungen änderten sich, als er weiter bei Netzwerk eingebunden wurde. Er operiert. Mann, da kommt noch jede Menge Zeug. Aber ich sehe nichts über das Versteck. Ranch, die sind an mir dran. Oh, weg da, Hauer! Wir haben die Position nicht. Ich hab ne Frequenz. Los! Mit 1000 Einladungen von dem Typ. Obwohl ich das mal ausgeschaltet habe. Ich komme nie noch raus. Die hängen natürlich genau da rum. Oh, da können wir sprengen. Und weg. Komm schon, komm schon. Scheiße. Auf Wiedersehen. Pass bloß auf, Marcus. Ich empfange eine Menge Bewegung. Das FBI wird dich erwarten. Nimm es an, ja. Was da mit deiner... So, die sind schon mal besiegt. Ich denke mal, wir schauen, was das da hin ist. Das ist vielleicht der ideale Ort, um abzuhauen. Nein, mit Drohne. Als ferngesteuertes Auto nicht einsetzbar. Komischerweise aber gleich. Raus.
Bin draußen, aber verdammt, was für ein Reinfall. Ich hab gar nichts. Au contraire, Alter. Du hast die Frequenz des Verstecks. Wir müssen es nur triangulieren, dann wissen wir, wo es ist. Alles klar. Der Sendeempfänger oben auf dem Dellums ist unser erster Punkt. Okay, ich hab noch ein paar Antennen für die Triangulation gefunden. Ich nehm die eine, die Baller da aufeinander. Ich markiere sie auf der Karte. Wie Gangscheiße, hä? Wenn die einen Kampf gegeneinander. Wie kommen wir jetzt da rauf? Natürlich am anderen am Arsch verwelten. Bullenkarte. Jetzt will noch einen Mekka, oder was? Die sind ein bisschen hinter meinem Kollegen. Merci, dass ich dich hier mitgenommen habe. Und oben drauf wären wir uns. Manchmal müssen wir eigentlich noch so hierher.